Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Besuch bei der Biologiefachschaft des Hensdorf-Gymnasiums. Diese wollen wir euch heute etwas näher bringen. Los geht's! Guten Tag, Herr Kühn. Hallo, Helena. Also ich hätte da mal eine Frage. Schieß los! Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso sich meine Haare früh so schwer durchkämmen lassen. Ein Problem können wir mit Hilfe der Biologie klären. Dein Haar oder deine Haare sind ja eigentlich nichts Lebendiges, aber sie sind von dir als Lebewesen geschaffen. Und deshalb zeigen sie auch eins zumindest der Eigenschaften des Lebens, nämlich Wachstum und Entwicklung. Und jetzt gibt es in den Naturwissenschaften einen allgemeinen Erkenntnisweg. Man beginnt meist mit einem Phänomen, daraufhin entwickelt man eine Frage. Und dann gibt es den übergleichen Ablauf. Jetzt ist die Frage, was wäre deine Anfangsfrage? Also ich will ja wissen, wieso meine Haare verfilzen. Also könnte ich mich vielleicht fragen, ob es an der Oberfläche meiner Haare liegt? Zum Beispiel, genau. Jetzt müsstest du einen Weg finden, die Oberfläche deiner Haare genauer zu untersuchen. Vielleicht könnte ich sie mikroskopieren. Das könnten wir gerne tun. Genau, Scharfstein. Okay, was kann man da sehen? Das ist so eine schuppige Struktur. Ja, ja. Und das wird ja in einer Haarwurzelzelle gebildet und dann Stück für Stück täglich immer ein Stück weiter rausgedrückt. Und dann entstehen diese Abschnittsschuppen in dem Keratinzylinder. So, was machst du jetzt mit der Beobachtung? Also vielleicht kann es ja sein, dass sich diese Schuppen, wenn sie auf jedem einzelnen Haar drauf sind, ineinander verhaken. Und dadurch entstehen dann die Filzer. Das ist doch mal eine gute Überlegung, würde ich sagen. Also die Oberfläche des Haars sorgt dafür, dass es nicht leicht aneinander vorbeigleitet. Du schläfst, die Haare liegen aufeinander, werden durch Bewegung übereinander gerieben. Da kommt noch ein bisschen statische Aufladung hinzu, aber die Oberfläche erleichtert das auch, dass die sich statisch aufladen und dann verhaken die sich ineinander. Und dann schwer zu kämmen. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss.